Liebe Abonnenten und Abonnentinnen, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr für mich abgestimmt habt und mich zur neuen Sonntags-Rosie gewählt habt. Ja, ich bin immer noch sprachlos und es freut mich, dass euch mein Video gefallen hat. Ja, das dieswöchige Thema ist eine lesbische Serie. Ich habe mich für Berlin Boheme entschieden. Und zwar, es ist eine deutsche Serie. Davon gibt es 4 Staffeln. Und was mir daran gefällt, ist, dass die Mehrzahl der Schauspieler wirklich homosexuell sind. Und wenn man sich diese Serie anschaut, das ist alles aufgebaut wie in einem Theater. Also man fühlt sich wirklich, als würde man im Theater sitzen und sich ein Theaterstück anschauen. Und ich mag persönlich sehr gerne Theater und gehe auch gerne ins Theater. Und deswegen mag ich eben, also das ist auch ein Grund, warum ich die Serie mag. Ja, in der Serie sind eben nicht nur so die Soap-Themen ein Thema, sondern eben auch so Coming Out und eben, ja, das Ganze, was uns eigentlich alle auch betrifft. Also sehr realitätsnah. Ja, es lief im Fernsehen, aber nur auf regionalen Sendern wie in Berlin, Magdeburg, Hannover, Hamburg. Ich weiß aber nicht, also ich glaube auch nur in der Spätsendung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde euch auch mal unten in die Infobox einen Link setzen, da könnt ihr euch die Serie auch mal anschauen und ja, mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Es ist eigentlich ja doch gewöhnungsbedürftig. Aber ich mag's. Ja, ich bin auf den Film über die Filmvideotage Thüringen. Also da bin ich drauf gestoßen, weil ich persönlich besitze kein Fernsehen. Das liegt daran, dass ich seit einem halben Jahr allein wohne und so weit vom Schuss weg wohne, dass es einfach ein zu großer Aufwand wäre, da hoch eine Leitung zu legen. Und da habe ich mich entschieden, ohne Fernsehen zu leben, zu wohnen. Und es geht sehr gut. Ja. Ich habe da noch ein Thema, und zwar, falls mal sonntags kein Video von mir erscheinen sollte und ich auch nicht Bescheid gebe, dass keins kommt, dann liegt es nicht daran, dass ich keine Lust habe oder so. Ich habe das im Team auch schon bekannt gegeben. Ich bin Epileptikerin und bin noch nicht mit Medikamenten eingestellt. Ja, das heißt, ich habe immer mal wieder epileptische Anfälle und nach so einem epileptischen Anfall komme ich auch ins Krankenhaus. Also, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und nehmt mir das dann nicht böse, falls mal am Sonntag kein Video kommt. Ich versuche das schon immer irgendwie samstags hochzuladen und dann vielleicht, dass es sonntags jemand online stellen kann. Also irgendwie bekommen wir das, glaube ich, hin. Ja, dann sage ich danke. Habt noch einen schönen Sonntag. Genießt das tolle Wetter. Man kann endlich wieder kurze Hosen tragen. Yeah! Und ja, einen schönen Wochenstart und wir sehen uns am Sonntag. Die Mia. Ciao.